Der Traum danach hat mir dann wieder gezeigt, wie das Ganze viel einfacher, simpler, oberflächlicher, weil verschlungener, vernetzter, unsichtbarer ist, nämlich wie die ganze Gedankenflut von gestern dann dazu führt, zu dem Optimaldominanzhängen, libertinagieren, wahren Optimalismus, diesen entindividualisierten, entmenschlichten Täuschtauschwaren, Objektakten ohne jede Verbindlichkeit, ohne Vertrag, sondern nur mit Paktieren des Optimaldominanteren, des Grausameren, des Erfolgreicheren, des Stromlinienförmigeren, der besten Körpermodelltypen, Reihen, Fortschritte in der Modelltypenreihe und so weiter zur Erhaltung der Überlebensfähigkeit der zu erneuernden Körperreihe. Worauf das zurückzuführen ist, das ist jener Gedankengang nach dem Roman von Uwe Beck, Möglichkeit einer Insel, das Verhalten von Esther, das Verhalten von Eloise und Abelard, das Verhalten der Geschlechter, welche logischerweise andere Rollen zu übernehmen haben.